bin wahrscheinlich der, verantwortlich war dafür, dass das Internet damals 1990 nach Österreich gekommen ist. Punkt.at wird 30 Jahre. Können Sie uns bitte sagen, wie das bei Ihnen war vor 30 Jahren? Wir haben gerade erst gelernt zu verstehen, wie das Internet funktioniert, haben im Jänner die Top-Level-Domain AD registrieren lassen in den USA und sind wahrscheinlich beschäftigt gewesen. Mein Team hat da einiges ausprobiert, zu verstehen, wie man einen Domain-Name-Server betreibt. Sozusagen als Pionier waren Sie da unterwegs. Also, Pionierarbeit. Das war durchaus eine Pioniertätigkeit. Es hat ja noch niemand richtig verstanden, wie das alles funktioniert bei uns. In den 80er Jahren haben wir erstmals noch vor der Zeit des Internet E-Mail kennengelernt. Und ich kann mich gut erinnern, damals, da hat es ja noch keine PCs oder Handys so wie heute gegeben, sondern Großrechenanlagen, die 100 Millionen Schilling gekostet haben damals. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Blödsinn, E-Mail mit so teuren Geräten, Briefel schreiben und so weiter. Ja, ich habe dazugelernt und wir haben also dann Mitte der 80er Jahre die ersten internationalen E-Mail-Verbindungen errichtet an der Universität. Und als wir dann gehört haben, dass es da so etwas wie das Internet gibt in den USA und auch schon in den einen oder anderen europäischen Land, haben wir natürlich angefangen, uns dafür zu interessieren. Das Glasfaserkabel durch den Atlantik, das also dann ganz Europa mit Amerika verbunden hat, hat eine Bandbreite von 2 Megabit pro Sekunde gehabt. Das war damals riesig, heute ist das lächerlich, nicht? Und unsere Verbindung nach Genf hat 64 Kilobit gehabt. Das war auch riesig im Vergleich zu den Verbindungen, die man da sonst betrieben hat. Wenn man sich also irgendwie an den Großrechner angeschlossen hat von zu Hause, dann waren das 110 oder 300 Bit pro Sekunde mit so einem WLAN-Modem, oder wenn es hochgekommen ist, hat man halt irgendwie ein Kilobit zusammengebracht, aber 64 Kilobit, das war schon viel. Und auf diese Weise sind also da die ersten Verbindungen errichtet worden. Das Internet hat in der Anfangszeit ja überhaupt noch keine kommerzielle Bedeutung gehabt, sondern das war eine akademische Einrichtung, wo Wissenschaftler miteinander kommunizieren und Daten austauschen konnten. Und natürlich hat man sich da dafür interessiert, wie das geht, was das ist und so weiter. Das war also in den 80er Jahren. Wie man heute weiß, wenn man Internetverbindungen macht, braucht man einen Router dafür. Es hat aber so etwas am Markt noch nicht gegeben, aber das IBM-Labor in Böblingen hat solche Sachen experimentell hergestellt und mit deren Unterstützung haben wir dann auch so ein Selbstbaugerät. Abenteuerlich hat das ausgeschaut. Leider, weil wir nicht verstanden haben, was das für eine Bedeutung kriegt, haben wir es auch nicht fotografiert. Aber ja, das war so ein umgebauter PC, den man an den Großrechner angeschlossen hat. Anschlüsse an den Großrechner, das sind so armdicke Kanalkabel gewesen und das ist also dann dem PC gehangen und hat dem PC leichtes Übergewicht gegeben. Wir haben also den PC auf den Tisch anschrauben müssen, damit er nicht runterkippt, und wir haben einen Ventilator dazu montiert, damit die Wärme abgeführt wird, die diese Konstruktion produziert hat. Herr Dr. Rassler, ich möchte mich wirklich bedanken, Sie haben das so plastisch geschildert, da war ein richtiges Kopfkino.